willkommen zu einer neuen Folge von Hot or Schrott, meine Damen und Herren. Ja, was gibt es heute zu sehen? Es gibt von RPL Fahrzeugbau, das ist ein deutscher Modder, der hat für den DAF XG und XG Plus, hat er ein Add-on rausgehauen und natürlich noch einen Trailer dazu, damit ihr hier einen kompletten Aufbau habt, ne? Einen Tandem-Aufbau in zwei verschiedenen Varianten. Was kostet uns der ganze Spaß gleich vorweg, bevor wir es uns anschauen? Dieses Add-on hier vorne für diesen DAF XG und XG Plus kostet euch 5 Euro. Und wenn ihr den Trailer dazu noch wollt, das Trailer ist praktisch separat, der kostet 8 Euro. Wie das jetzt aufgegliedert ist, wie das aussieht, was man alles machen kann, das schauen wir uns jetzt einfach an. Und dann guckt ihr mal zu Hause, ob Hot oder Schrott ist. Na, ihr, klar, ihr seid am Ball, ihr könnt entscheiden, ihr könnt auch gern Kritik mit einbringen. Und wie schon gesagt, Kritik ist nicht dazu da, um jemanden fertig zu machen, sondern um sich zu verbessern. Ganz klar, das ist natürlich auch den Tipp an den Modder hier, ne? Also Kritik aufnehmen, nicht negativ, sondern auf positive Art und Weise. Klar, kann ich machen, kann ich mich verbessern. Er hat auch jetzt schon mir zukommen lassen, dass da noch einiges hinzukommt. Also das, was wir hier sehen, ist noch nicht ein fertiges Produkt. Im Prinzip ja, erstmal Version 1, aber Version 1.1, glaube ich, ist schon in Arbeit. Also da gibt es dann auch diverse Updates dazu. Also fangen wir mal an mit dem XG Plus. Wir haben hier diese Rigid-Variante. Und da sieht ihr hier hinten, da fange ich gleich mal am besten an. Weil wir gerade bei den Chassis sind, haben wir hier die Anhängerkupplung hier. Und ihr habt auch dann die Lower-Variante, die ist dann hier hinten unten versteckt. Ne? Gleich mal vorweg, damit ihr wisst, ah, okay, verstanden. So, dann Variante 2 ist, jetzt habt ihr einen Trockenkofferaufbau. Ne? Und wenn ihr dann hier hinklickt, habt ihr dann einmal mit Kühlgerät und ohne Kühlgerät. Ne? Da könnt ihr euch entscheiden, was ihr dann haben wollt, Kühler oder kein Kühler. Ich lasse mal einen Kühler einfach da. So. Wie man hier sehen kann, die Verkleidung geht noch nicht. Er hat aber geschrieben, das kommt im nächsten Update. Das gleich mal vorweg, ne? Dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Was gibt es neu? Wir haben hier Reflexionsstreifen rechts und links. Wir haben hier noch Slots. Das heißt, ihr könnt ja, wenn ihr müsst nicht, ihr könnt ihr dementsprechend noch ein paar, ich mache jetzt einfach mal sporadisch ein paar Double Burner hin. Einfach nur mal so, damit ihr wisst, ah, okay, da kann man ein bisschen was anbauen. Ich mache es jetzt einfach nur mal sporadisch. Könnt ihr ja dann selber zu Hause dann, also wer sich das sowas holt, darf sich dann hier selber natürlich begnügen. Aber ich baue es jetzt einfach mal an, damit ihr das halt einfach seht. Oben ist das gleiche bei mir, Positionsleuchten da. Deshalb baue ich einfach mal so sporadisch hier noch welche an. Einmal da und da, dann auch hier und da. So, jetzt könnte man hier unten natürlich noch mehr hinbauen. Kann man, muss man nicht. Ich mache jetzt einfach hier noch eine hin und da noch eine und dann reicht schon, ist ja wurscht. Nur, dass ihr mal gesehen habt. So, das waren jetzt die Slots. Also ganze Menge. Dann kann man hier oben noch die Kunststoffverkleidungen machen, hier oben, über die Räder, damit nicht alles voll jaucht. Dann, was haben wir noch? Ich switch mal ein bisschen nach hinten. Das hier, glaube ich, sind die DAF-Logo hier drauf. Dann haben wir hinten hier noch Reflexionsstreifen in Rot. Das sieht man jetzt natürlich nicht so gut. Dazu kommen wir aber gleich noch, wenn ich jetzt hier die Farbe ändere. Das ist nämlich der komplette Aufbau, handelt praktisch im Prinzip oder hängt mit dem LKW zusammen. Das heißt, wenn ihr hier den weiß habt, dann habt ihr den auch weiß. Habt ihr den LKW schwarz, dann ist das Ding auch schwarz-grün und so weiter und so fort. Ne? Ob es da mal separat ist, was gibt, das kann ich euch jetzt so nicht sagen. Das müssen wir doch einen Autor mal fragen. Aber ihr liest ja mit, dann könnt ihr das dementsprechend auch kommentieren, was euch hier besser vorstellen würde, was dann besser passen würde. Ne? So, kommen wir wieder zurück. Dann gibt es hier noch so Reflexionsstreifen, einmal da und da. Jetzt lasse ich den mal so ein bisschen so grau-weiß hier so, dann sieht man auch diesen roten besser hier. Ne? So, und dann müssten wir eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht vergessen habe, müsste eigentlich hier alles wieder mit dabei sein. Der Rest ist nämlich alles hinten am LKW dran. Genau. So, das wäre jetzt mal so dieses ganze Gedöns hier. Das, wie schon gesagt, am LKW, das tut nichts zur Sache. Das ist alles SDS-Basis. Hier geht es wirklich nur rein um diesen Aufbau. So, ich lasse den jetzt auch mal so. Ich kaufe den jetzt mal, packe den jetzt hier in die Garage. Und dann schauen wir uns den Trailer dazu an, der sage und schreibe 8 Euro kostet. Wie schon gesagt, ihr müsst selber zu Hause entscheiden, ja oder nie, Hot oder Schrott, wisst ihr ja. Da ist er schon. Und dann gibt es, wie gesagt, in zwei Varianten. Einmal mit dem Drehschemel und einmal als Tandem. Die gucken wir uns einfach mal an und dann könnt ihr selber entscheiden, ob er sagt, oh, ist gut oder ist nicht gut. Ne? So, wir haben hier den Trockenfrachtkoffer und hier haben wir die Kühlerbox. Also das Kühlaggregat, da ist es. Finde ich, sieht, also das, was ich hier sehe, finde ich, sieht ganz gut aus mit diesem Gitter. Da sieht man im Hintergrund auch diese Bauteile hier von diesem Kühlaggregat. Finde ich ganz schön eigentlich. Boah, ne? So, was habe ich hier noch? Ich habe den weiß, den Silber. Ich lasse den jetzt einfach mal weiß und kann jetzt hier einfach mal gucken, was ich noch machen kann. So, hier habe ich noch eine Verkleidung dazu. Genau, das wäre jetzt praktisch die Verkleidung noch die längere, wenn ich das Kühlaggregat nicht nutze. So, was haben wir noch? Dann haben wir Reflexionsstreifen rechts, links. Und hier im Prinzip schätze ich mal die gleichen Slots wieder. Genau, das heißt, ich kann jetzt hier wieder meine Slots anbauen.
Einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. Und das gleiche mache ich dann auf der anderen Seite. Dann hat es natürlich am Schluss ein einigermaßen ansehnliches Bild. Einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. Und hinten im Prinzip ist es ganz das gleiche, wie wir vorher schon gehabt haben. Ne? Beim Aufbau vom LKW. Also die Sachen sind dann identisch hier. Also dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Kofferaufbau hier in dem Fall. So, Reflexionsstreifen. Hier haben wir noch ein bisschen was Gedöns. Hier haben wir dann noch Standard. Das bleibt dann auch so. Ne? So, das lasse ich jetzt mal so. Ansonsten glaube ich, dürft ihr nichts mehr. Hier nichts mehr mit dabei ist. Ah, nee, warte mal, stopp. So, jetzt passt. Ansonsten müsste eigentlich alles mit dabei sein. Reifen, Ersatzreifen gibt es hier keinen. Hätte ich mir jetzt eigentlich gewünscht, weil ja die Halterung zumindest schon mal vorhanden ist. Aber gut, es ist wie es ist. Ne? Wirklich, und so kann da auch nicht ändern. Das bleibt alles original. So, das kaufen wir auch mal. Weil das ist nämlich diese kleine Variante. Das heißt, da müsste man nochmal das Chassis abändern vom LKW. Können wir aber dann gerne machen. Einfach nur mal so die Kombo, dass man auch sieht, dass es funktioniert. Dann haben wir die PDF-Variante. Das ist die jetzt die höhere hier. Ne? Da ist es im Prinzip dasselbe. Auch hier wieder mit Kühlaggregat, wenn gewollt und wenn man das möchte. Ne? Ja, auch wieder Farben und so. Auch klar. Hier hat man dann auch wieder bestimmte Verkleidung. Genau, rechts und links. Hier haben wir noch wieder gelbe Reflexionsstreifen auf jeder Seite. Auf der Rückseite dann hier auch wieder. Zack. Ich sage ja, das ist alles identisch. Ne? Da braucht ihr dann eigentlich nicht gucken. Oh. Ja, das müsst ihr jetzt selber zu Hause entscheiden. Wie schon gesagt, ihr Holderschrott, ne? Ihr seid am Drücker. Ich mache jetzt hier das noch kurz fertig. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Varianten auch mal im Spiel an. Alle beide natürlich, beide Trailer, beide Chassis-Varianten, damit ihr dann mal so ein Grundbild habt am Schluss. Und natürlich nicht zu vergessen, ob die Fracht auch funktioniert. So, dann sind wir jetzt erstmal soweit durch. So, da ist jetzt die Kombo. Ich mache das mal ein bisschen mit der Flycam. Dann können wir das jetzt mal ein bisschen anglotzen, was hier überhaupt alles so drin steckt. Das sieht man dann am besten hier mit der Flycam. Da sieht man schon mal die Trailerkabel. Das ist schon mal ganz gut so. Ansonsten hier die ganzen Rückleuchten, die Aufbauten, alles was so dazugehört. Der Trailer hier noch. Hier mit so diversen Aufklebern. Ansonsten sieht das alles erstmal soweit ganz schick aus. Da gibt es erstmal noch nichts. Wir werden auch gleich noch einen Lichttest dazu machen. Auch ganz wichtig. Was ich gut finde, sind natürlich die ganzen Slots, die man hier noch setzen kann. Das finde ich, macht es ein bisschen interessant. Ansonsten, ich weiß nicht, ob der Abstand sieht ein bisschen schmal aus hier, aber das werden wir gleich testen, indem wir gleich mal eine Runde hier fahren. Zumindest eine Runde um die Biege drehen jetzt. Das testen wir jetzt aber gleich. Wichtig vorab nochmal ist vielleicht der Frachtmarkt auch gar nicht so uninteressant, wenn ich jetzt den dran habe. Ist ein Kühler jetzt logischerweise. Und ich glaube, es müsste passen. Ja, Orangen, Fleisch und hast nicht gesehen, alles was gekühlt werden muss, können wir dann hier transportieren. Das ist auch schon mal ganz fein. Das Einzige, was mir jetzt auffällt, wenn ihr aufs Dashboard glotzt, ich hoffe, das wird dann in der Version oder wenn jemand sagt, oh, ich möchte das unbedingt haben und der das kauft, hoffe ich, dass es dann zeitnah gefixt wird, denn hier habe ich aktuell das Problem, dass zum Beispiel beim XG hier, guck mal, ich habe zwar eine Uhrzeit, aber ich habe hier keine Möglichkeit, hier was einzustellen. Ich kann zwar hier das einstellen, aber es bringt mir nicht viel, wenn ich nicht sehe, wie schnell ich fahre. Also das hoffe ich, dass es noch gefixt wird. Das hier ist Navi, kann man einschalten jetzt mit der Taste G. Also bei mir zumindest, das kann man ja seit der neuen Version, kann man das jetzt selber einstellen. Hier fahre ich jetzt blind. Genau. So, das muss auf jeden Fall noch gefixt werden. So, ich fahre jetzt mal raus. Ich mache jetzt mal ganz kurz den Traffic aus, damit hier keiner auf den Sack geht. Das ist vielleicht auch dann besser so. Traffic ist aus. Und dann gucken wir mal. Farbwahl ist jetzt natürlich ein bisschen durcheinander, ist klar. Aber darum geht es jetzt mal nicht. Jetzt fahre ich mal hier um die Kurve. Wir haben jetzt ja auch hier die letzte Achse vom Fahrwerk lenkt natürlich mit. Jetzt sehen wir hier. Eieiei, seht ihr, könnt ihr eigentlich hier schon sehen, dass es nicht passt. Ah, ich habe die falsche Anhängerkupplung. Oh, mein Fehler. Sorry, mein Fehler. Wir springen nochmal zurück. Das ist mein Fehler. Da sind wir. Tauschen. So, jetzt. Entschuldigung. Fehler passieren. Plupp. So, jetzt. Jetzt sieht es besser aus. Ja, jetzt. So, also wir fahren nochmal, wir starten nochmal los. Das Ding ist im Prinzip das gleiche, die kompletten Aufbauten. Ich fahre jetzt mal um die Kurve, gucken mal, ob es jetzt besser ist. Den Feuer hat es nicht gepasst. Ah ja, jetzt passt es besser. Ne? Yep. Ist zwar auch knapp, aber wenn ich hier gucke, guck mal hier. Ist ein bisschen knapp, du. Vor allem, wenn ich jetzt hier runterfahre, bin ich schon fast am Berühren. Wir werden es gleich nochmal testen, indem dass ich ganz scharf dann einlenke. Aber er berührt sich nicht, ne? Ne. Mal gucken.
Also sie berühren sich nicht, aber es ist wirklich eine ganz knappe Geschichte. Ob das im Original auch so ist, ich weiß nicht so genau. So ein bisschen Abstand könnte... Ich weiß nicht, Original sieht es eigentlich fast genauso aus, ne? Aber es ist schon eine knappe Kiste. Aber sie berührt sich nicht. Das gleich mal vorweg. Und passt. Am LKW an sich brauche ich nichts testen. Das ist Original DAF da, von SCS. Da brauchen wir gar nicht dran quacken. Und müssen wir auch nicht viel testen. Das Einzige, was wir machen können, ist vielleicht noch ein Lichttest hier gerade für die Aufbauten. 23 Uhr. Mal ziehen wir das Licht an. Immer so zum Testen. Da sieht man jetzt natürlich die Positionsleuchten, die ich jetzt angebaut habe, hier an der Seite am Chassis selber. Wir haben hier Rücklicht, Bremse, Blinker, das ist dann alles da. Und dann hinten ist im Prinzip auch dasselbe hier, ne? Rückwärts, Bremse, Kennzeichen wird übernommen, das von SCS. Und ansonsten sieht es erstmal soweit ganz gut aus. Hier wird erstmal nichts zum Meckern. Erstmal zumindest. Außer das mit dem Dashboard, das soll auf alle Fälle gefixt werden, ne? Ganz klar. Ansonsten ist erstmal soweit ganz okay. Vor allen Dingen Fracht passt auch. Jetzt machen wir es gleich so, dass wir jetzt hier nochmal gleich durchtesten mit dem anderen Chassis. Da muss ich jetzt aber hier kurz in die Werkstatt, dass wir das da nämlich ändern können. So, 12 Uhr, plupp. Da fliegen wir da schnell hin, denn wo sind wir? Da sind wir. Zack. Zack. Flycam ist einfach das Beste in dem Spiel. Da kannst du einfach ein bisschen, ne, flexibel sein. So, wir gehen jetzt hier zurück. Also das war jetzt die Low-Variante. Ich brauche aber diese. Da brauche ich dann auch nicht viel ändern. Das bleibt dann hier gleich. Da verändert sich ja auf meinem Chassis auch nichts. Also für die Leute, die sagen, cool, muss ich jetzt nicht viel umbauen, sondern ich baue das einfach so ganz schnell um. Flink für mich. Es ist eine gute Geschichte. So, jetzt muss ich natürlich logischerweise, ihr seht selber, jetzt wird der Trailer nicht mehr passen, klar. Da muss ich jetzt natürlich wieder in meinen Aufliegermanager, muss mit den anderen Auflieger nehmen. So, das heißt, den zum mal zurückschicken. Na, geh weg, du Sau. Und jetzt nehmen wir den hier, nutzen. Und ran damit. Das machen wir jetzt hier auch mit der Flecke. So, ist er dran. So, da ist er jetzt. Also damals diese BDF-Variante. Oder die Drehschemel, so rum. Kann der Mann, hat man gerade. Blub, blub. Und dann kann ich euch das jetzt mal kurz zeigen, wenn wir jetzt hier um die Kurve fahren. Fahren wir ganz weit außen rum. Und dann seht ihr dann hier, wie er da schön mitlenkt. Und auch der Abstand ist hier knapp, aber passt. Trailerkabel ist auch mit dabei. Das Licht ist das gleiche wie vorher vom... vom anderen, also vom Tandem. Also da hat sich jetzt nichts geändert, weil es ja das gleiche ist. Ja, ist also im Prinzip ein runder, guter Mod. Sieht soweit ganz gut aus. Es muss noch ein bisschen was gefixt werden. Hat aber auch schon geschrieben, also da keine Panik vorweg. Vielleicht nicht jetzt groß hier meckern, sondern das wird alles noch gefixt, beziehungsweise ist schon in Arbeit. Auch mit den Spoiler hier, das habe ich ja vorher schon erwähnt. Aber ansonsten sieht das schon gar nicht so schlecht aus. So, ich darf es nicht entscheiden, ihr müsst entscheiden, die Community entscheiden, Hot oder Schrott. Wie schon gesagt, der Aufbau vom DAF kostet euch 5 Euro und der Trailer kostet hier 8 Euro. Ob euch das wert ist oder nicht, das dürft ihr jetzt selber entscheiden, indem ihr es kommentiert. Haut mal raus und dann bin ich mal gespannt, was am Schluss bei rumkommt. Ansonsten, wie immer, Hot oder Schrott. In diesem Sinn, Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch immer knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.